Ja, ich bin der Peter Stranninger und bin heute in Groß-Lintach bei Bogen und uns hat heute die Blaskapelle Degenbach aufgespielt mit einem schönen Marsch und neben mir sitzt der Stefan und lieber Stefan, du spielst bei der Degenbacher Blaskapelle schon wie lang? Ja, ich spiele schon seit fast 25 Jahren, bin ja da schon mit dabei. Heute seid ihr in einer Schmalspurbesetzung gekommen, wie viel seid ihr sonst alle dabei? Das sind wir so 12, 13 Leute haben wir sonst, heute haben wir nur zu fünft gewesen. Aber zu fünf macht es ja schon viel her. Dass ihr das extra nochmal proben, dass es besonders stark einblasst, oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, da darf man nicht extra proben, da sucht man nur bestimmte Lieder aus. Da man sagt, da brauchen wir jetzt zum Beispiel keine Klarinette oder einfache schöne Stücke. Wie oft seid ihr zusammengekommen, um zu proben? Ist es mehr sporadisch oder habt ihr da einen Plan, einen strikten Plan? Nein, wir haben schon einen strikten Plan. Es ist immer donnerstags, da haben wir in Waltersdorf im Gasthaus Brems. Jeden Donnerstag trifft man uns und da wird er probt und das ist immer dann. Und im Sommer habt ihr Hochsaison in die Bierzeit, in die Feste, im Dorf draußen oder sonst wo? Es ist eigentlich immer schön, in Bierzeit zum Spielen. Wenn man viele Leute sieht, man trifft ganz viele Leute und es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Aber wenn die Leute unten sitzen und essen und was trinken und du musst umspielen, kriegst du nicht mehr Durst wie sonst was? Nein, das nicht. Wir kriegen hinterher noch an unserer Brotzeit oder haben wir vorher schon Brotzeit gemacht und Freibier gibt's. Also es ist schon alles, es passt alles. Es ist ein Spaß dabei und eine Freude. Freibier ist ein wichtiges Stichwort. Gibt es da bestimmte Wirte, die mehr Freibier geben und Wirte, die überhaupt kein Freibier geben? Nein, da haben alle ein wenig knallhart. Also gibt es immer Verträge, wo das dann alles regeln soll. Aber schön ist, dass ihr miteinander spielt. Habt jetzt ihr nur Männer oder habt ihr auch Frauen bei, die am Wochenende Blasmusikanten? Wir haben auch eine Frau haben wir dabei. Warum bloß eine Frau? Heute hat sich so ergeben, kurz einmal haben sie zwei gewesen, die ist fest dabei geblieben. Die anderen sind wieder weggegangen und das passt. Spielt ihr bei Hochzeiten auch auf, wenn es so im kleinen Kreis ist? Nein, Hochzeiten spielen wir nicht mehr. Das war früher so mal da, wo so richtigen Hochzeiten gewesen sind, wo Blaskapellen gewünscht gewesen sind. Aber so spielen wir gerade noch vorne bei den kirchlichen Veranstaltungen, alles was mit Degenbach und Stadtbogen zum dort. Und da haben wir noch dabei. Ich finde, die Musik, die sie macht, die passt einfach zu Niederbayern, passt in die Landschaft. Eine Blasmusik, eine Bierzeitmusik ist einfach was Tolles, wenn Musikanten für andere aufspielen. Und das ist Freude und da kommt unser Lebensart um. Und mich freut, Stefan, dass du heute gekommen bist mit deinen Blasmusikantenfreunden und uns einen schönen Aufmarsch gespielt habt. Das hat mir ganz gut gefallen. Und bitteschön, macht's weiter so. Aber danke. Uns hat es auch recht gut gefallen, dass wir da den kurzen, schönen Stammtisch Frühschoppen spielen haben dürfen mit der SPD. Und hat uns auch gefreut. War auch für uns Musikanten informativ. Ja, also ich darf mich freuen, wenn ihr mir dann im Bayerischen Landtag mal einspielen darfst. Dann kommen wir mal darauf zurück, wenn wir die Wahl geschafft haben. Heute geht es ums Gesellige. Und mich darf freuen, wenn ihr uns einmal nochmal aufspielen darf. Stefan, für dich, servus. Dankeschön, dass du da warst. Ich bin der Peter Stranninger, ich bin heute in Groß-Lintach bei Bogen und die Degenbacher Blasmusik hat uns heute sauber aufgespielt. War eine schöne Sache und der Gottfried war heute mit seinen Leuten da. Ich habe jetzt festgestellt, dass ihr keine Frauen dabei habt. Ist das überhaupt nicht in der Planung oder mengt ihr nicht so gern Blasmusik machen? Die mengen schon Blasmusik machen, nur es wird aber schwieriger dann später mit Leuten, mit der Familie, mit Kindern, dass halt auch Frauen mit dabei sind. Und ich habe vorhin schon gehört, dass ihr schon viel proben darfst.
wie machst du das mit der Arbeit und Auftritt und Proben? Ist es aber schwierig oder läuft es sowieso, wenn man es ja gern macht? Entweder mag man es oder mag man es nicht. Das ist ein Hobby. Und mich freut es, dass du deine Leute beieinander hast, dass immer wieder zusammenkommt und Blasmusik macht. Und du bist einer von 5 heute gewesen und sonst bist du einer von 15. Und ich sage Dankeschön, dass du gekommen bist, lieber Gottfried. Und hast du noch Gedanken, was du wünschen darfst als Blasmusik-Kapitän? Nein, eigentlich passt es so. Mittlerweile gefällt die Leute wieder Blasmusik und so soll es sein. Und wir möchten es gemütlich bayerisch haben und so soll es bleiben. Genau, weil alles echt ist, wenn es gemütlich bayerisch ist. Gottfried, danke schön, dass du gekommen bist.